Okay, das haben wir jetzt entdeckt. Können wir dann demnächst mal hinreisen. Was haben wir noch? Da war noch eine andere Höhle oder ähnliches, ein Durchgang oder so, eine Schlucht. Können wir hier durch? Ja. Können wir da hoch? Ja, komm schon. Skyrim ist ja ein bisschen unrealistisch, da kann man ja wirklich schon die Berge hochlaufen hier teilweise. Egal wie schräg die sind. Oh, ein schönes kleines Lager hier. Auf dem Weg zum Gipfel. Ja, ich glaube, da oben ist eine Wetterspitze oder eine Flagge in den Berg gestochen. Könnt ihr die sehen? Ja. Da weht irgendwas. Oder ist einfach nur hier so eine Flagge? Die Rieklinge schon wieder. Falle. Ja, spritzt ganz gut die Soße hier, ne? Mit dem komischen Enhanced Blood Patch. Oder Mod. Das ist ja schon eher eine Mod. Schlösser knacken. Experte. Was sind wir denn auf Zustufe 52er Skill? Ja, das war vielleicht keine gute Idee, den auf legendär zu setzen. Weil das bringt eigentlich nichts. Das einzig Gute ist, man kriegt halt die Punkte zurück. Und ihr könnt weiter leveln halt. Ja. Und wer sich gefragt hat, warum man jetzt angeblich bis unendlich leveln kann, der hat recht. Man soll wohl, wenn man die legendären, die man auf 15 zurückgesetzt hat, die Werte, nochmal auf 100 geskillt hat, kann man die nochmal runtersetzen. Also praktisch unendlich oft. Was dann wieder zur Schlussfolge hat, dass man natürlich unendlich am Level hochkommen kann. Aber wer hat schon die Moves? Und es ist ja auch viel schwieriger. Man braucht ja viel mehr XP. Ist also nicht mehr so, dass man jetzt hier beim Schmieden ein paar Eisendolche kloppt, dann ist man direkt Level weiter. Nee, also sowas hat nicht. Man braucht also doch schon mehr Skalhut. Die haben eigene Hüte. Eine eigene Kollektion. Also die haben eigene, man braucht natürlich immer mehr Erfahrung, um hochzukommen. Also das bringt dann nichts mehr. Knochenrüstung, Zähne, Säcke. Mehr ist das nicht. So, was war denn jetzt hier? Ja, diese komische Gululetscher-Spalte hier, da oben. Das muss doch irgendwas sein. Hier weht aber auch eine Brise, du leck mich am Mocker. Was haben wir denn hier? Saphirdruse. Oh, da könnten dann Spinnen rauskommen. Ich schätze mal, Albino-Spinnen kommen da raus. Was ist das? Ein Säbelzahntiger? Oder ein Bär? Auf der anderen Seite des Berges ist irgendein Tier. Wahrscheinlich ein Bär oder so. Silbererz? Ja, komm, wir nehmen alles mit. Für unser Häuschen werden wir eine Menge Stoff brauchen. Oh. Ach ja, ich habe ja die ganzen Knochen dabei. Ja. So, du darfst mal die Drachenknochen übernehmen. Was ist unser nächster Schritt? Wenn wir dadurch schneller vorankommen? Sicher. Ich schon. Du wirst ein bisschen Knochen mit dir tragen. Doch, doch. Oh, der ist schon wieder voll. Was können wir dir noch anvertrauen? Was wiegt denn ein bisschen was? Leinentuch, was ist denn das für ein Crap?
das Wart? Nee. Na komm. Passt da schon. Hinter euch. Korundum. Ja, das ist wieder ein bisschen realistisch. Wenn man also Erze haben will, muss man ins Gebirge. Da liegt dann schon eine Menge, was man so abbauen kann, ne? Alles Mögliche. Die Ebenerzmine in Rabenfels hat jetzt auch wieder Erze, wenn man es gelöst hat, die Quests dort. Könnt ihr da auch fröhlich abpacken gehen. Ihr habt ja jetzt die Erlaubnis, dass ihr da alles abbauen dürft. Und ich glaube, waren auch so ein paar Vorkommen. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschen. Wer braucht jetzt noch Ebenerze? Wie gesagt, wer weiß, was man alles für den Hausbau braucht. Wenn wir uns das zweite Add-on Hearthfire mal angucken. Was war das denn? Ach. Ja. Ah, jetzt hat er wieder einen kleinen Bug hier. Ja, wenn er sich unendlich lange hackt, hier muss man irgendwo unterbrechen. Die Bewegungstasten. So, aber jetzt mal langsam hier Gas. So, was ist das hier? Der Mösringpass. Sieht aus wie Rieklingsdorf. Etwas größer das Dorf sogar. Natürlich alle wieder aggro hier, das war ja klar. Hallo. Komm, wir sind eh enttarnt. Raus hier. Oh, ein guter war dabei. Einer hat uns geholfen gegen seinen eigenen Stamm. Hey, ich habe keine Fackel mehr. Telly, wieso hast du meine Fackeln hier? Ja, dann leuchte mal ein bisschen den Weg, ja? Was die Jungs hier so gesammelt haben. Nichts. Ist ja nicht sehr viel. Hä? Wie hä? Hä? Oh, einen halben Elch haben sie am Stiel. Chitinhelm. Das haben sie aber sauber geschnitzt hier, das Stückchen. Was ist denn das? Seltsames Gefährt? Das ist ja zwergisch. Das ist ja Dwemer-Technologie hier drin. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Ja, komm, wieso nicht? Kann ja nicht groß sein hier. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Verdammt. Aber ich habe doch ein bisschen Magie drauf. Vielleicht können wir uns was... Was zaubern? Beschwörung vielleicht? Ich habe so lange nicht mehr gezaubert, ich weiß gar nicht, was wir überhaupt können. Illusion? Ich bräuchte so einen Flim-Flam-Flunkel-Spruch.
Wie heißt das? Magierlicht heißt das, oder? Kerzenschein. Oh, das ist doch gut. Oder haben wir noch was anderes? Nee, doch, das ist Magierlicht. Ach, das ist aber eine Lichtkugel, die irgendwo einschlägt und dann dort das Licht macht. Nur da. Und dieser Kerzenschein bleibt dann bei uns. Okay. Eine Truhe. Wieso haben die Zwergen hier Gefährte gebaut? So eine Art Kutsche oder so. Das ist schon irgendwie interessant. Ist das eine Tür? Nein. Also ist ein Kolben dahinter? Irgendein Apparat. Ah, noch eine Truhe. Boah. Hier ist eine Adeptentruhe, hallo? Kommt schon, schränk mal ein bisschen an. So, wie hier, das war ab jetzt. Bringt ja nicht gerade hier, oder? Kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann nicht annehmen, dass alles sein soll. Ja, gut, raus hier. Am besten ist der halbe Elche. Das ist so. Das ist echt hier. Der hat noch einen Höhlenbärenpelz im Geweih hängen. Also, das ist kein Elch, das ist ein Hirsch. Also ein mutierter Hirsch. Eine Torch. Oh, da hat wohl die deutsche Übersetzung was versagt, ne? Aber die Torch braucht man ja. So, wenn wir die haben. So. Ja, nicht viel, die Jungs hier. Ja, wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Wird Zeit, dass wir die Quest für Rabenfels beenden. Wir müssen uns noch mit der Armee treffen. Die haben ja, die wollen ja irgendwie die Verräter. Wir haben ja nur die Oberhäupter der Verschwörung praktisch hochgenommen. Aber uns fehlt ja noch die ganze Armee, die sich in der alten Ruine verschanzt hat, um Rabenfels anzugreifen. Da stoßen wir dann mit der Wache zusammen. Da wollen wir denen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ein paar mehr Fackeln wären schon gut hier, ne? Obwohl, ist ja nicht schlecht, das Magierlicht, muss man sagen. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Ach, das ist die Fahne. Die Flagge, oder steckt die irgendwo anders? Also in die Richtung ist noch ein Grab und was Zwergisches.
Sieht auch aus wie eine alte Zwergenstadt. Da unten. Die äußeren Mauern, das sieht man schon direkt. Das ist Zwergenbauwerk. Oh, eine Mine. Neue Mine. Licht alleine kann man nicht casten, man muss irgendwie Waffen ziehen. Spinnen. Eine Menge Spinnen, Albino-Spinnen. Eine hüpfende Frostspinne. Boah, die zerbraten. Hey, nicht so schnell. Hallo, bleib stehen. Komplett aufgelöst. In nichts. Nicht verbrennen. Aber gut, im Flug. Albino-Spinnenhinterleib, die müssen für irgendwas gut sein. Die Kokons platzen gleich. Geht. Wow. Was war denn jetzt? Ah, die Schale ist fliegen gegangen. Falltür. Weißkammer Allerheiligstes. Schlüssel erforderlich. Ui, haben wir nicht. Die Weißkammer. Also hier gibt es so viele ungelöste Rätsel und Geheimnisse oder Quests noch. Das ist schon toll. Was sie hier reingesteckt haben, ist Wahnsinn. Ich meine, wir sind ja bald... Wie viel haben wir jetzt? 42 Teile hochgeladen, das heißt 20 Stunden, 21 Stunden. Sind wir schon dabei. Also die Hauptquest könnten wir natürlich schon beenden jetzt. Schätze ich mal, weil wir die Wörter der Macht gelernt haben, die wir brauchen, um Mira gegenüberzutreten. Könnte man also schon schaffen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Der wird, glaube ich, recht knackig, der Typ. Das sieht ja auch geil aus. Wird es hier auch mal Tag oder ist man hier komplett von dem Staub des Vulkans umhüllt? Hier ist, glaube ich, noch Nacht, ne? Ja, ist ein Morgens. So, ein Drachengrab. Drache scheint gerade außer Haus zu sein. Die bewachen das ja meist noch. Ein Lebender. Weißkamm-Hügelgrab. Ja, gibt's noch keine Quests zu. Aber frisches Blut auf dem Boden. Würde ich sagen, lassen wir auch erstmal außen vor. Machen wir erst, wenn wir unsere Quests hier abgeschlossen haben. Jedenfalls die wir jetzt so im Log haben. Gucken wir mal hier. Man wird wirklich mit der Strömung mitgerissen. Wenn man hier nicht aufpasst, ist man ruckzuck weg. So wie der Telly jetzt. Hüpfen, Jung, hüpfen. Boah, der wird mitgerissen, oh Mann. Und ich glaube, da vorne geht's einen Wasserfall runter. Also das wird kaum rüber. Schnell. Jawohl, er hat's gepackt. Ja, ich glaube, da geht's ganz schön tief runter. So, was kommt jetzt noch? Wofür steht das Zeichen denn nochmal da oben? Der Marker. Ist das eine Zwergenruine? Wir werden es gleich wissen. Oh, was ist das denn? Da dampft es bläulich vom Boden. Das ist ein altes Drachengrab. Mit Stahlriemenvorkommen ohne Ende. Ach, da sind wir gerade. Wo der Schmied uns hingelenkt hat. Oder? Ja, genau, da sind wir jetzt. Alles klar, perfekt. Da wollten wir auch eh hin. Wieso habe ich die
Ja, Fackel heißt es ja jetzt nicht mehr, das heißt ja jetzt Torch. Heißt, wir müssen wahrscheinlich das Ding nochmal neu aktivieren unter T. Theodor. So. Einen kleinen Quickie anlegen. Wo kommen wir denn da raus? Da vorne, ne? Bereit? Ist er schon wieder hin? Wo ist er denn? Macht er denn da? Ah, vielleicht ist er nicht den Berg hochgekommen. Hier die Klippen. Ja, gutes Personal ist schwer zu finden heutzutage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbewacht ist hier. So ein Riesenvorkommen. Da hole ich ja locker 20, 30 Teile raus. Mal schauen, wer das bewacht. Telly ist da. Leuchtet mir mal ein bisschen. Ja, das Schöne ist, es ist immer noch eine Überraschung mit drin. In dem UI hat man immer noch was zum Spielen. Was Spannendes. Und was mit Eis. Ja, also dieses Stahlriemen, das muss ja künstlich geschaffen worden sein. Den Leuten mit ins Grab gelegt worden sein. Das sind ja alles nur Gräber. Natürliches Vorkommen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Magisches Eis. Ja, so eine coole magische Waffe mit eingefroren, hat er doch mal was. Ach, ich kann schon wieder nicht laufen. Wieso kann ich nicht laufen? Ist das so schwer? Was ist unser nächster Schritt? Warte mal. Ich hatte noch diese Leinen und so ein Müll. 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 Ja, komm, dann schmeiß mal Knochen weg. Und was haben wir noch? Herzstein. Leinentuch, so ein Scheiß. Tschüss. Ja, wenn man so schnell plündert, ne, kann sowas passieren. So, das haben wir alles. Nächste, bitte. Wenn ihr nach Himmelsrand wollt, komme ich mit. Auf Solstheim war ich jetzt lange genug. Ich glaube, ich werde mal ein Mädel anheuern. Ich habe auch wieder ein bisschen weibliche Gesellschaft hier. Das ist doch echt einiges. Mal gucken, was der Schmied uns dafür gibt, wenn wir hier noch ein paar Stahlriemenklumpen vorbeibringen. Ich kann uns was Besonderes machen. Glaube ich zwar nicht, weil wir können jetzt schon alles selbst machen. Die komplette leichte Rüstung, das ganze Set, die schwere Rüstung hat er uns beigebracht, plus alle Waffen. Also, und Pfeile. Pfeile konnte man ja früher nicht. Ich glaube, seit dem ersten Addon haben sie es hinzugefügt. Aber auch hier kann man jetzt aus Stahlriemen sich wieder selbst Pfeile machen. Und das werden auch wahrscheinlich die stärksten sein.
momentan. Oder ähnlich wie Dedra-Pfeile. 24 Damage Grundschaden, nehme ich mal an. Obwohl man die selber craftet, mit einem entsprechenden Trank, werden ja die Pfeile selber auch stärker. Das hieße, die Bögen werden richtig, die werden richtig Schaden machen können. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Oh, das gibt bestimmt super Pfeile. Ja, kann ich den drauf oder die Ebenerzpfeile können wir wahrscheinlich dagegen wegschmeißen. Und die sind schon nicht schlecht, aber die Bögen machen meiner Meinung nach noch viel zu wenig Damage. Obwohl ich bin ja noch nicht geskillt gewesen auf 100. Oder? Doch, ich war schon auf 100. Bögen auch, aber trotzdem mit dem besten Bogen hier fand ich den Damage nicht so prickelnd. Man haut schon einiges raus, aber wenn jetzt die Pfeile noch sehr stark werden, dann wird das richtig gut. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschenbrut. Ich glaube gar keiner, nur hier gibt's keine Asche. Ich glaube, ich kann gleich noch laufen. Was holen wir da raus? So 4-5 Brocken pro Grab? Jetzt sind wir schon am 8. oder 7. Also, my lovely Mr. Singing Club. Das lohnt sich hier. Könnte dem Telly ja die schwere Rüstung spielen, ein Set machen. Ich finde seine Fallouts hier, Endzeitrüstung, finde ich ziemlich geil. Die er anhat. Ne? Altes Teller-Gesicht. So, jetzt kommen wir zu dem Grab, zu den richtigen Gräbern. Ich schätze mal, jetzt könnte sein, dass was passiert. Ja, da ist sowas aufgegangen. Hat sich jedenfalls so angehört, als ob irgendwo ein Grabplatz schon wieder. Na? Nichts passiert. Nee, das hat sich aber echt so angehört. Als ob sich irgendwas geöffnet hätte. Nee. Aber ich bin voll bis oben. Ja, du musst vielleicht doch wieder was abnehmen hier. Moment. Was ist unser nächstes? Wenn wir dadurch schneller vorankommen? Sicher. Das schmeißen wir weg. Drachenknochen. Ja, komm. Drachen werden wir noch einige umlegen. So. Geht ihr voran? Die werfen wir jetzt mal in die Botanik hier. So, wieder 15 Platz frei. Ich hatte hier gerade eine Grabplatte gehört. Hier ist auch eine. Also, ich schätze mal, gleich wird die Rache der Gestorbenen kommen. Die lassen uns nicht gehen hier, nachdem wir hier alles geplündert haben. Auf gar keinen Fall. Wir machen einfach jetzt einen Quicks. Ein Quick Run hier raus, zupp, dann sind wir weg. Zack,
Gold eingesackt. Das war's. Mal kurz umgucken. Ich hoffe, wir begegnen hier draußen nicht zu vielen der Aschenbrut. Haben wir alles? Also ich hab alles. Hast du alles? Dann ist ja alles bestens. Aus hier. Jetzt gehen wir doch mal oben gucken, ob was gekommen ist. Keiner unzufrieden, keiner in der Ruhe gestört. Ja, wunderbar. Oh, da ist doch eine Mine vor uns. Ja, die nehmen wir noch mit. Genau. Die entdecken wir nur und dann kommen wir irgendwann später wieder. Oh, eine Rieklingsmine oder was? Noch so ein Rieklingsdorf. Die haben echt die halbe Insel hier überschwemmt, die Jungs. Aber wir haben noch gar nicht unseren neuen Bogen, glaube ich, getestet, oder? So, gucken wir doch mal, was der so bringt. Hä? Was macht er denn hier? Schießt er oder was? Elfenpfeile. Wieso habe ich denn Elfenpfeile dabei? Vor allen Dingen aktiviert, also das ist ja. Oh shit, das war nichts. Ja, seht ihr, das ist also nicht viel Damage, was da rauskommt. Das ist eher. Na, einer war noch übrig. Gajabaga. Zerbrochener Hammer entdeckt. Na komm, Digga. So stark. Aber scheint es eigentlich untereinander nochmal heftig Unterschied zu geben. Also der jetzt. Okay. Das liegt auch daran, dass ich mit einer Waffe gekämpft habe. Wir haben nicht viel Schaden gemacht und er dafür sehr viel. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Naja, gucken wir mal kurz und dann geht's weiter.